Hallo zusammen, wir haben den 29. März, der Monat ist fast rum und es ist abends 17:36 Uhr, die Börse ist rum. Wunderbar, vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag und tatsächlich sollte das eher so ein Ding sein, wo man mal irgendwie Kling macht oder sowas, denn wir haben diesen Widerstand hier bei der 15.273, mit dem wir häufiger gekämpft haben, überboten. Gleichzeitig haben wir die 20-Tage-Linie überboten. Das ist gut. Allein, was mir fehlt, ist so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, Euphorie. Irgendwie sah das aus wie hochgeschummelt. Egal wie, ich will das jetzt hier nicht schlecht reden. Ist ganz toll. Wenn wir auf den Chart schauen, sind die Bänder nach wie vor sehr breit. Die Volatilität, auch wenn wir heute ein bisschen langsamer waren, insgesamt recht hoch. Das ist in Ordnung. Ich habe als Widerstand nur hier, das ist vom 13.03., das war der Öffnungskurs bei, jetzt müssen wir genau schauen, 15.435. Und danach habe ich nur das Gap vom 9.03., da war der Schlusskurs bei 15.633. Ich habe sonst hier nichts dazwischen. Das ist ziemlich, ja, ziemlich leeres Land hier, muss ich ehrlich sagen. Natürlich danach ab 15.708 geht es dann weiter los mit Oldtimer und so weiter. Wir sind von der Technik her über den Oszillator gelten wir zwar als hoch, aber das kann auch so eine Geschichte hier werden, das wissen wir nicht. Und deinerzeit ist der Markt gestiegen von, ich gucke mal gerade eben hier, obwohl wir überkauft waren, von 12.750 hoch bis das erste Verkaufssignal kam bei 14.473. Ja? Also ich nehme das zur Kenntnis. Aber baue deswegen keine Shorts auf. Wir sind positiv, ich hole es ein bisschen größer ran, über die traditionelle Sichtweise wurden wir das per heute. Wir sind weiterhin positiv über die moderne Sichtweise. Also ich bleibe bei meiner Aussage. Bis Ende Juni 13.800, bis 15.800. Daran ändert sich jetzt nichts. Aber wir spielen halt jetzt hier in der Range rum. Nochmal, ich fand, wir gucken mal hier auf 4 Stunden. Ich fand das jetzt wirklich nicht besonders impulsiv, was da der Markt gemacht hat. Ich fand das echt einschläfernd. Es gibt Leute, die schauen in 4 Stunden auch auf die 200, auf den 200er gleitenden Durchschnitt. Der ist genau hier. Genau da, bei 15.276. Und hier habe ich diese blaue Linie eingezeichnet. Ich kann die ja mal ein bisschen dicker machen, weil die war wichtig. Jetzt muss ich mal schauen, hier. Da, blau, machen wir auf 3. So. Die ist schon wichtig. Das hat uns verfolgt oder wurde uns vorgegeben hier ab dem 14.03. einmal, zweimal, dreimal. Dann haben wir da ein paar Mal mitgespielt. Ich habe mal gesagt, mir reicht es nicht. Das Ding muss über 15.320. Sind wir jetzt momentan? Wir sind jetzt in der Sekunde bei 17:39 Uhr bei 13.330. Wir sind am oberen Band. Also von daher grundsätzlich, es ist auch hier 4 Stunden positiv, positiv am oberen Band. Es sieht positiver aus. Ich muss eine Vorsicht aussprechen. In dem Moment, in dem wir unter meines Erachtens nach diesen Bereich hier gehen, da sind wir bei 15.250. Wenn wir hier mit einer Stunden- oder 4-Stunden-Kerze drunter gehen, gilt das als ein Fehlausbruch, ähnlich wie dieser Freund hier. Drüber, klack. Ja, da muss man aufpassen. 15.250 sollte man auf jeden Fall für bestehende Longs als Stop nehmen. Ist meine Meinung. Aber ansonsten kann man den Freund jetzt hier erstmal ein bisschen laufen lassen. Gucken wir nochmal auf die Stunde. Die Stunde. Ja. Da gelten wir schon als überkauft, aber das ist jetzt hier noch kein Verkaufssignal. Wir flachen ein wenig ab im MACD. Und das ist halt das, was ich sagte. Der hat ja Stunden da gehandelt, das war echt einschläfernd. Zwischen 15.250 und 15.290. Ja, und deswegen sage ich so, das sieht so hochgemogelt aus irgendwie. Kein echter Impuls, kein Momentum, kein Hurra. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Sieht man hier die 15.250 besser? Ich muss mal schauen. Ja, das wäre hier drunter. Unter dieser Kerze 15.244, das reicht mir. Also momentan ist das okay. Ich gebe dem auch noch Luft nach oben. Aber wehe, wir gehen unter die 15.250, dann wäre das nie so lustig. So, das sind die Scheine, das sind die gleichen wie das letzte Mal. Ich habe den kring gelassen. Die 15.753, der Put von Goldman, die GX6XKG.
hat heute hier und jetzt einen Hebel von 33, dürfte sogar, weil ich habe das vor einer halben Stunde gemacht, so um die 35 schon liegen. Der kommt ran, wenn wir wirklich wieder über die 15.000, unter die 15.250 gehen, dann wird das der Zockerwert. Der ist dann schöner dran, das passt alles, ja, und den probiere ich dann. Also das sind für mich die wichtigen Marken, 15.250, da nicht drunter, wäre nicht so schön. Und nach oben haben wir jetzt eigentlich, wir haben ein bisschen Platz, ja, also hier, 14.480, 14.500 und dann habe ich die 15.658. Nach wie vor finde ich Einzelwerte interessanter. Also jetzt die BASF hat den Boden gefunden, selbst die Allianz, die geht von 190 oder was waren tief, wieder hoch auf 209. Ich habe die Bankpositionen komplett abgebaut, weil das ist mir nach wie vor nicht besonders koscher, aber das war in Ordnung. Also Deutsche Bank von 8,5 auf 9,10 und Commerzbank ein bisschen kleiner, aber auch in Ordnung. Das sind dann schnelle 6, 7, 8, 9% innerhalb von 2 Tagen. Lufthansa ist auch so ein Teil, war auch in Ordnung. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es ein Buy-and-Hold-Markt ist. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem Size der Positionen und mit der Laufzeit, mit der Länge der Position. Lieber mal 10%, wenn man so Plus hat, mal mitnehmen, dazu hoffen, dass daraus 15, 20 oder 30% werden. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.